Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und heute begebe ich mich auf ein kleines Fotoabenteuer. Also ich ist gut gesagt, ich bin mit dem Daniel unterwegs, weil es könnte wieder ein bisschen gefährlich oder anspruchsvoll werden. Wir haben jetzt den Neumond abgewartet, das heißt heute Nacht ist kein Mond zu sehen und wir hoffen auch ganz, ganz sehr, dass es oben auch wolkenfrei ist. Die Herausforderung bei der Geschichte, jetzt die Milchstraße zu fotografieren, ist tatsächlich das Wetter. Es ist nämlich arschkalt hier unten. Wir haben Minusgrade und oben wird es auch nicht viel wärmer werden. Und der Weg nach oben hin wird sehr, sehr eisig sein, weil hier liegt schon Schnee hier unten im Tal. Ich bin hier auf dem Wanderparkplatz. Ziel ist es wirklich, die Milchstraße aufzunehmen, wenn die so einen schönen Regenbogen oder so einen schönen Halbkreis bildet. Weil bisher habe ich die Milchstraße immer nur im Sommer fotografiert. Da steht sie ja sehr, sehr senkrecht am Himmel. Aber jetzt mit dem Weitwinkel erhoffe ich mir, dass wir den Bogen drauf kriegen. Begleitet mich auf der Tour. Ich freue mich drauf, obwohl es echt anstrengend wird. Vor allem oben wird man echt nass geschwitzt ankommen und je nach Temperatur müssen wir schauen, wie man es oben aushält. Vielleicht kommt auch noch ein Sonnenaufgang zustande. Müssen wir einfach mal gucken. Jetzt geht's los. Wir brauchen circa 2 Stunden da jetzt hoch und dann müssten wir so um 4 circa früh oben sein. Die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Wir sind jetzt circa 1 Stunde unterwegs und der Weg an sich ist geräumt. Ich hoffe auch bis oben hin. Es liegt halt Schnee, aber richtig glatt ist es jetzt heute nicht. Also es funktioniert. Wir sind halt jetzt nur schon komplett durchgeschwitzt und haben aber noch 1 Stunde vor uns. Ja, jetzt sind wir gerade am Auskühlen, Austrocknen. Und dann geht's weiter. Jetzt wird es erst richtig steil. Also das mit den geräumten Wegen nehme ich wieder zurück. Weil ca. 30 Meter nach der letzten Ansage ist gar nichts mehr geräumt. Jetzt geht es wirklich durch den Schnee bis hoch, 1 Stunde. Aber schön ist es, man sieht den Sternenhimmel, wir haben keine Wolken und nur wenig Wind. Also wunderbar eigentlich. Oh, ich bin es ja nicht gewohnt, im Winter den Berg hochzulaufen, aber schon echt merkwürdig, weil man läuft und konzentriert sich auf die Schritte. Also man läuft mit geneigtem Kopf und schaut gerade mal 3 bis 5 Meter weit. Stampft so vor sich hin, passt auf, dass man nicht hinfällt. Und irgendwann stehst du oben. Also man sieht das Ziel eigentlich die ganze Zeit nicht. Und ja, jetzt bin ich hier bei diesem Königshaus. Und jetzt gehen wir zusammen hoch auf den Gipfel. Jetzt sind es noch ein paar Minuten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Schnee da oben sein wird und vor allem der Wind. Ich stehe jetzt hier auch gerade ganz, ganz windgeschützt, aber oben kann es ungemütlich werden. Wir haben jetzt 4 Uhr, die Milchstraße ist schon aufgegangen. Jetzt müssen wir einen Zahn zulegen. Also der Weg von dem Königshaus hier jetzt hoch zu dem Pavillon hat sich noch mal echt gezogen. Also ich habe es in den Beinen auch gemerkt. War auch recht glatt jetzt, also rutschig auf jeden Fall, weil der Weg hoch vereist war. So, aber wir haben es nach oben geschafft und haben jetzt den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen. Wir haben jetzt 1,5 Stunde Zeit, noch die Milchstraße zu fotografieren und dann ist sie so gut wie weg, weil dann wird es langsam wieder hell. Zu den Einstellungen, das ist jetzt das Wenigste, das Leichteste. Ich bin jetzt hier auf 14 mm mit dem Sony-Objektiv, das heißt, ich habe eine 1,8er Blende zur Verfügung. Und es ist ein sehr lichtstarkes Objektiv und es macht die Sache viel, viel einfacher, die Milchstraße zu fotografieren. Was ich als erstes mache, ist manuell scharf stellen. Und ich tue mir immer recht schwer, die Sterne scharf zu stellen. Deswegen suche ich mir einfach einen Lichtpunkt da unten im Dorf. Oder ich hatte vorhin von der Bergstation das Licht genommen und habe das manuell anfokussiert. Das kann ich euch mal kurz zeigen, wie ich es mache. Vorher ganz wichtig ist, ich habe hier dieses Bright Monitoring. Wenn ich hier auf meine C4-Taste drücke, habe ich hier wirklich diese schöne Ansicht und kann meine Kamera optimal ausrichten. Und hier sehe ich die Milchstraße über dem Himmel. So, wichtig ist jetzt nur beim manuell Fokussieren, habe ich das Bright Monitoring nicht mehr. Und jetzt gehe ich mal in die Display Loop rein und suche mir hier irgendwo einen hellen Punkt. Und ihr seht, das ist gar nicht so easy, aber hier seht ihr schon
die Lichter hier unten. Und die würde ich mir jetzt schnappen und anfokussieren. Mal schauen, ob ich noch näher ran kann. Ja. Jetzt drehe ich vorne am Objektivring. Von unscharf komme ich langsam in die Schärfe. Und hier ist der Sweet Spot ungefähr. So. Ja, das war's. So, ihr seht, ich habe scharf gestellt. Ich gehe nochmal in das Bright Monitoring rein. Jetzt als nächstes wähle ich hier mal eine 20-sekündige Belichtungszeit. Das ist auch die maximale Zeit, die ich hier belichten kann. Sonst entstehen Strichspuren. Ich will aber die Sterne als Punkte dargestellt haben. Die Milchstraße ist schön im Blick. Weichensee, oder ist das der Kochelsee da unten? Der Kochelsee ist hier links auch im Bild zu sehen. Und von der ISO gehe ich jetzt vielleicht mal auf 1600. Das passt so von der Belichtung. So mache ich das Bild mit der 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Ansonsten habe ich hier alles im RAW eingestellt, manuell fokussiert. Meine Sensorstabilisierung, die habe ich auch drin gelassen. Das macht gar nichts aus. Die Kamera checkt, dass sie auf dem Stativ steht. Das macht echt nichts aus. Und so mache ich jetzt das Bild mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung, also mit den Settings 20 Sekunden, 1/8 Blende, ISO 1600. Und wegen diesem einen Foto sind wir jetzt hier da 2,5 Stunden hochgelaufen. Das ist verrückt. Absolut verrückt. Aber es macht dann einfach Spaß und das macht nicht jeder. Und ich habe einfach Freude dabei. Und wir waren auch zu zweit. Also der Weg ist auch relativ safe hier hoch. Also hat echt Bock gemacht. Wenn wir es vom Wind her nachher noch aushalten von der Kälte, nehmen wir noch den Sonnenaufgang mit. Das müssen wir sehen. In dem Pavillon kann man sich hier oben unterstellen. Das ist so eine Art Schutzhütte. Werden wir auch machen. So. Das Bild ist im Kasten. Bam. Laufen wir noch vor zum Gipfelkreuz und fotografieren da den Sonnenaufgang. Also ganz eindeutig, die Herausforderung bei dieser Aktion war die Kälte und der Wind. Ihr hört es wahrscheinlich oder auch nicht, aber hier oben am Gipfelkreuz geht ein enormer Wind und nach unserer Milchstraßen-Session mussten wir jetzt da oben wirklich 2 Stunden ausharren. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man hoch auf den Berg läuft, ist man komplett durchgeschwitzt, weil man ja einen schweren Fotorucksack trägt. Ich habe zwar ein Wechsel-T-Shirt dabei gehabt, aber trotzdem, die Fleece und Pullis und so weiter sind einfach nass und es ist einfach unangenehm. Was ich dabei habe, was echt hilft, das hat mir der Daniel hier so zu Weihnachten geschenkt, von Heat Company, solche Hand- und Fußwärmer, die steckt man sich einfach in die Handschuhe rein oder auch unter die Schuhsohle oder auf den Socken. Hilft ein kleines bisschen, ist besser als nichts, wenn man in der Natur unterwegs ist. Ja, und warum wir jetzt da oben 2 Stunden ausgeharrt haben, hat einfach den Grund, wir wollen den Sonnenaufgang aufnehmen mit dem schönen Weichensee hier im Vordergrund. Das ist der Plan, aber man sieht, dass jetzt ganz, ganz ordentliche schwarze, dunkle Wolken hier reinziehen. Bin mal gespannt, wie das Bild wirkt, entweder auf 14 mm oder mit dem anderen Objektiv. 16 bis 35, muss man einfach schauen, ob es klappt. Das Ganze hat jetzt den Vorteil, dass wir bei Tageslicht wieder absteigen. Das freut mich jetzt besonders eigentlich. Ja, aber tatsächlich, das Krasseste war jetzt nicht hier hochzulaufen und die Bilder zu machen, sondern in der Kälte hier oben bei dem Wind auszuharren. Das ist echt unangenehm. Aber mei. Zu schönen Bildern kommt man nicht auf der Couch.
Aktuell jetzt hier an dem Spot ist es für mich unheimlich schwer, hier irgendein schönes Vordergrundmotiv zu finden, weil diese kleinen Büsche, die schauen nach gar nichts aus. Jetzt gehen wir mal nach vorne und gucken mal, ob da irgendwas funktioniert. Die Rakete, die habe ich gerade gemalt, ist jetzt nicht das schönste Vordergrundmotiv, aber ich sehe da vorne von Rehen oder ja, irgendwelchen Tieren Spuren im Schnee. Die zeigen wie so ein Pfeil runterwärts hier zum Weichensee. Versuche ich einfach mal mit einzubinden, ist besser als gar nichts. Und dafür gehe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen niedriger. Und dann habe ich so eine Art Linienführung tatsächlich. Und die Blickrichtung führt mich dann Richtung Urbsee. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht abschmiert. Oh. Ja, so machen wir das mal. Boom, aus der Hand. Es ist zumindest ein ganz kleiner Hingucker. Ansonsten kann man hier eigentlich wahllos drauf zuballern mit so einem Weitwinkel. Ist echt super schwer hier zu fotografieren. Hier würde sich jetzt eher ein Tele ganz gut eignen, dass man sich halt irgendwelche Details, Bergspitzen oder sowas raussucht. Aber haben wir nicht dabei. Wir waren heute eigentlich am Start, um die Milchstraße schön weitwinklig aufzunehmen. Schauen wir mal weiter. Irgendwie fackel ich hier die ganze Zeit. Ich gehe mal wieder in sichere Gegenden lieber. Wow, wow, wow. Himmel ist rot. Boom. Unglaublich schön. Wir haben so einen Glück mit dem Sonnenaufgang. Man kann es wahrscheinlich im Video nicht erkennen, aber der Himmel ist richtig rot. Also sieht gut aus. Und wenn die Sonne gleich rauskommt, wird es nochmal einen schönen Blendenstern geben, wenn sie über den Berg hervorspitzelt. Und es ist gleich soweit. Akku ist komplett am Arsch. Hast du voll aufgeladen gehabt, oder? Schon mal auch da die Wolkenverzieher, wie schön die da drüben aussehen gerade. Das Penisbild. Haha, jetzt wird uns warm. Bam! Jetzt ist der Moment gekommen, worauf wir 2 Stunden in der Kälte uns den Arsch abgefroren haben. Ach, da ist die Sonne, endlich! Und die Wolken schauen auch heute so geil aus. Man kann richtig durchgucken durch diese Tüpfchenwolken. Und wenn man darüber schaut, sind die Wolken komplett irgendwie so schön verwischt, verwaschen. Oh, schön. Jetzt fahre ich gerade total hoch schon wieder. Voll Glücksgefühle ohne Ende gerade. Einsame Spitze. Super geil. Wow, ist das schön. Yes! Geiler Sonnenaufgang, Daniel. Geil! Einfach geil! Leute, ich bin echt sprachlos von diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Also der war wirklich, wirklich mega und das Warten, das Frieren da oben am Gipfel hat sich echt gelohnt. Und es war eigentlich alles in allem eine richtig geile Fototour. Dankeschön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich freue mich jetzt an meinen Fotos und an diesen Erinnerungen, an den Momenten, die ich jetzt auch mit euch teile. Bye bye, bis zum nächsten Fotografie-Video, euer Sigi. Daniel, komm doch auch mal mit vor die Kamera. Hast du mit durchgezogen? Er steht immer hinter der Kamera und filmt mich,
wenn es schnell gehen muss. Wir sind ein gutes Team. Gutes Team, Dream Team. Und haben echt geile Bilder heute gemacht. Bye bye, Leute. Ciao, ciao. Oh, ich fall runter.